Ahoi und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute ein weiteres Video Zuschauer-Setups und zwar geht es um Tonbandmaschinen. Heute gibt es was ganz Besonderes. Wenn es euch interessiert, nach dem kurzen Intro geht's los. So, da bin ich wieder. Und zwar hat mir der liebe Dirk von Valeur Audio ein paar ganz besondere Bilder zukommen lassen. Es geht um seine Telefunken M15A Tonbandmaschine. Diese Tonbandmaschine wurde 1971 das erste Mal in Köln vorgestellt. Das war eine professionelle oder ist eine professionelle Maschine, die hauptsächlich in Rundfunkanstalten, auch in Fernsehanstalten, ARD, ZDF und so weiter zu sehen war, weil es halt sehr robust und unkaputtbar war. Und er hat mir Bilder geschickt von seiner Maschine, eine ausführliche Beschreibung und natürlich muss ich ein bisschen ablesen, weil was er da alles dran gemacht hat, dass die so toll aussieht und so toll funktioniert, ja, das kann man nicht alles auswendig behalten. Produziert wurde das Gerät bei Telefunken damals in Konstanz am Bodensee. Es hatte einen Neupreis von rund 20.000 D-Mark und das Gewicht lag bei ca. 50 Kilo, also mit dem Rack zusammen. Das Gerät hat übrigens drei Geschwindigkeiten, einmal 19 cm pro Sekunde, das ist ja die gängige Geschwindigkeit, dann einmal 38 cm und dann die Profi-Geschwindigkeit, die eigentlich auch nur die Profimaschinen hatten, das ist 76 cm pro Sekunde. Also hier sehen wir die Maschine erstmal in voller Pracht und zwar ist es die M15A, die wurde vollständig gewartet, da wurden diverse Lager gewechselt, er hat auch die Hauptlager und die Kappstandwelle gewechselt. Das führt jetzt zu einem sehr ruhigen Lauf, damit die Maschine nochmal einwandfrei funktioniert. Weiter hat er kritische Kondensatoren ausgetauscht. Das soll man ja machen. Diese berühmten Knallfrösche kennt man ja, wenn so ein Kondensator dann mal explodiert. Das sollte man sogar schon mal austauschen. So, und hier auf dem Bild sehen wir, er hat die Tonköpfe ausgebaut. Warum das denn? Ganz einfach, die Tonköpfe wurden geleppt. Und zwar, wenn Tonköpfe einen gewissen Verschleiß haben, kann man die nochmal aufbereiten. Die werden quasi wie abgeschliffen. Das wird natürlich nicht mit einem Schleifpapier gemacht oder so, sondern da gibt es spezielle CNC-Maschinen, sogenannte Leppmaschinen, die heißen tatsächlich so. Und mit denen kann man die Tonköpfe nochmal aufbereiten. Das geht natürlich auch nur zu einem gewissen Grad. Irgendwann sind die Tonköpfe so weit runtergespielt, dann kann man sie eigentlich nur noch entsorgen. Nach der mechanischen und elektrischen Grundwartung kam dann, wie er es beschreibt, die Kür. Und zwar wurde die Maschine eingemessen. Da wurden der Frequenzgang und die Phasenbeziehung der einzelnen Kanäle nach den Originalunterlagen von Telefunken eingestellt. Die Maschine war früher übrigens original in so einem Rack eingebaut, also quasi so ein Rollwagen. Ich blende das Originalfoto mal ein. Und da hat er sich auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar hat er mit seinem Tischler zusammen Holzleisten oder Seitenteile entworfen. Die blende ich auch mal hier ein. Das sind Nussbaum-Massivholzrahmen, die auf Gärung geschnitten sind. Das heißt, frontseitig, innen und rückseitig von außen sind die verschraubt. Man sieht vorne also keinerlei Schrauben oder sonst irgendwas. Jetzt erfolgt noch ein Upgrade. Es werden noch Lüftungsschlitze dann quasi eingearbeitet. Ein ähnlicher Rahmen, aber viel, viel aufwendiger in der Produktion, soll auch für die Revox PR99-Maschine erfolgen. Das ist ja auch ein ganz bekanntes Arbeitstier. Und das soll sogar möglich sein, dass man die Maschine dann aufrecht und waagrecht in Betrieb nehmen kann. Dem einen oder anderen kommt vielleicht das ein oder andere Bild bekannt vor, denn auf den norddeutschen HiFi-Tagen war der Dirk auch mit seiner Maschine, hat die dort aufgebaut, noch mit wunderbaren Lautsprechern, die sehen wir jetzt hier auch im Bild. Das war auch eins der Highlights auf den norddeutschen HiFi-Tagen, fand ich. Also ich war selbst nicht dort, aber ich habe viele Videos darüber gesehen und das war halt einzigartig, dass der Dirk dort mit seiner Maschine gestanden hat. Er hat den Mix hergestellt aus Vintage, also quasi aus der Maschine, aus der Telefunkenmaschine und aus den neuen hochwertigen Lautsprechern. Das sind die MicroPoint 2SE Lautsprecher in der Ausführung Nussbaum Seitenmatt. Das sind kompakte Monitore, die einen Wirkungsgrad von 88 dB bei 1 Watt pro 1 Meter haben. Ist für kleine bis mittelgroße Räume geeignet, haben einen Tiefmitteltöner von 18 cm von der Firma ScanSpeak. Mit Papiermembran. Der Hochtöner ist auch von der Firma ScanSpeak und zwar aus der Illuminator-Baureihe und hat einen Frequenzgang bis über 30 kHz. Vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit, dass wir die Boxen hier live testen können und wir uns mal selbst ein Bild davon machen können. Von der Klangqualität, also vom Aussehen sieht man ja auf den Bildern wunderschöne Boxen, aber die Klangqualität live zu hören ist natürlich immer was anderes, wie wenn man eine Beschreibung liest, ganz klar. Wenn es euch interessiert, schaut doch mal bei Valeur Audio auf der Homepage bzw. auf Facebook vorbei. Dort sind noch mehrere Bilder von der Tonbandmaschine. Da sieht man auch die Maschine mal in Betrieb.
Das ist auch ganz interessant. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.